iOS, macOS, tvOS und watchOS. Was haben all diese Dinge gemeinsam? Genau, sie sind Betriebssysteme und stammen von Apple. Seit 2014 gehört jedoch noch eine weitere Sache zu dieser Liste. Die Programmiersprache Swift. Sie ist zwar kein Betriebssystem, allerdings läuft Apples eigene Programmiersprache auf eben genau diesen System. Und Linux. Die Open Source veröffentlichte Apple-Sprache hat sich neben den aus vorherigen Videos bekannten Sprachen Rust, Haskell, Ruby, Python, D und C-Sharp auch an Apples mehr oder weniger vorherigen Sprache Objective-C, kurz Objc, orientiert. Denn ursprünglich entwickelt wurde Objective-C, was wie der Name schon sagt, ein objektorientierter Abklatsch von C ist, nicht von Apple, sondern von Brad Crox und Tom Love in den 1980er Jahren bei der Firma PPI. Später wurde es weiterentwickelt bei StepStone, dann bei Next. Letzteres wurde von Steve Jobs gegründet, der wegen Auseinandersetzungen bei Apple die Firma verlassen musste. Aufgrund von noch höheren Preisen als bei Apple in Bereichen von ca. 6.000 US-Dollar oder mehr, konnte sich Next nicht auf dem Markt durchsetzen und wurde 1996 für 400 Millionen Dollar von Apple aufgekauft. Und gleichzeitig hatte man die Sprache Objective-C mit übernommen, welche später in verschiedenen Produkten von Apple genutzt wurde, beispielsweise für die App-Entwicklung für iPhone, Mac und Co. Also dann zurück zu Swift, der eigentlichen Sprache in diesem Video. Apples Swift ist designed, um dem großen Anteil an Objective-C-Code, der über die Apple-Plattform verteilt ist, zu funktionieren. Laut Chris Lettner, dem Chefarchitekten von Swift, soll die moderne Sprache Swift nicht das alte Objekt ersetzen, sondern nur ergänzen und mehr Möglichkeiten bieten. Also Swift ist vor allem für iOS-Entwicklung gedacht. Was gibt es denn dann noch so für Sprachen im Mobile-Sektor? Natürlich Java. Android-Apps werden mit Java geschrieben. Dann würde es sich natürlich anbieten, diese beiden Sprachen zu vergleichen. Während Swift eher auf die Apple-Plattform beschränkt ist, lässt sich Java so gut wie überall nutzen. Außerdem ist Swift eine eher neuere Sprache mit gerade einmal knapp 3 Jahren auf dem Markt. Im Gegensatz dazu konnte Java in den über 22 Jahren Lebenszeit weitaus mehr Erfahrung sammeln. Zudem ist Apples Sprache in vielen Benchmarks ungefähr 3-mal langsamer als die nicht wirklich als schnell bekannte Sprache Java. Und im Gegensatz zu Objective-C ist sie sogar 4-mal langsamer in der Mobile App Performance. Ein Vergleich noch. Swift ist 10.000-mal langsamer als C++ beim Sortieren von Arrays. Dazu gibt es oben rechts ein weiteres Video. Ein weiterer Bonuspunkt für Java. Es gibt unzählige abgeänderte Versionen von Java wie Kotlin, Groovy oder Scalar, die ebenfalls weitere Zusatzfunktionen haben und neben Android auch auf Windows, Linux und OS X verfügbar sind. Oh, aber es gibt noch eine komplett andere Programmiersprache, die auch Swift heißt. Sie ist ebenfalls Open Source veröffentlicht, mittlerweile 10 Jahre alt und wurde an der University of Chicago entwickelt. Genutzt wird sie unter anderem, um Programmausführungen in verteilten Computerressourcen wie Clustern, Clouds, Grids und Supercomputern zu organisieren. Kurz gesagt, ein komplett anderer Anwendungszweck als Apples Sprache und damit eigentlich nicht vergleichbar. Fazit: Ich persönlich empfehle euch, keine von beiden Sprachen zu lernen, außer natürlich, ihr wollt unbedingt iOS-Apps entwickeln. Vor allem Einsteiger sind mit Python, Java oder sogar Scratch besser bedient. Und das sage ich so objektiv wie es geht und versuche so gut wie möglich meine eigene Einstellung gegenüber Apple ganz daraus zu lassen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.